Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Hilos TV. Eine weitere Episode My Time at Porsche, mittlerweile Tag 27. Unser Format Let's Play für euch. Ich habe nachgeschaut, wo es die Mango-Papaya gibt. Und zwar müssen wir die anpflanzen. Das heißt, wir bräuchten theoretisch noch eine weitere Pflanzbox. Ich bezweifle aber, dass wir dafür den Platz haben werden. Ich schaue mir den Bereich da rechts nochmal kurz an. Ja, und ich befinde, wir haben auf jeden Fall genug Platz. Ach, Kacke, ich habe gestern Abend vergessen, hier die Belohnung abzuholen. Ja, gut, geht noch. Huh, ha, puh. Oh, Energiestein sechsmal, das ist aber nicht schlecht. Das ist nett. Das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Belohnung. Vielen Dank dafür. Genau, die Pflanzbox nochmal. Ich schau mal eben nochmal, was man dafür brauchte. Die war, glaube ich, nicht ganz billig. Nee, die gibt es gar nicht hier. Die gibt es hier am Tisch. Am Tisch, am Tisch. War die hier drunter? Hier ist auch der große Eiseneimer. War die hier drunter? Da, nee. Da ist er. Holzbrett, Erde, Tierkot. Da machen wir doch mal direkt noch eine von. Haben wir noch Fertilizer? Dann würde ich gleich nämlich mal eben kurz zu der guten alten Frau gehen und. Ja, doch, hier war's. Dünger haben wir noch. Gut. Also auch nicht ganz korrekt. Gerade. Ja, das ist schon doof, dass man jetzt schon am Morgen quasi damit anfängt, den ganzen Kram hier aufzuräumen und man es abends nicht mehr gemacht hat. Ich habe da aber gestern Abend noch nicht mehr dran gedacht. Das ist mea culpa. Kommt ihr da rein? Was kann der denn? Kritische Trefferchance plus 10%. Das ist natürlich recht strong. Den würde ich, glaube ich, direkt mal anwählen gleich. Dann auf jeden Fall raus aus der Leiste. Fertig. Komm wieder rein. Den wollte ich noch aufstellen. Das habe ich natürlich vergessen. Logischerweise. Und wen wundert's? Der Code kommt da rein. Dann wollen wir mal gucken, den Füller anzulegen. Wir haben schon einen. Der wird natürlich ausgewechselt. Ach Mist, man kann nur eins. Ja, das ist natürlich doof. Na gut, dann können wir den theoretisch verkaufen für 160, wenn ich den irgendwo loswerde. Wir sammeln erstmal wieder unsere ganzen Barren ein, tanken die Öfen auf. Ah ne, erst einsammeln, dann gucken. 5 Minuten da warte ich noch drauf. 2 Stunden ist mir zu lang. Auch hier auftanken. Auch hier auftanken. Habe ich den jetzt nicht abgebrochen? Ich habe den natürlich nicht abgebrochen, klar. Warum auch? So, wir machen auf jeden Fall nochmal Carbonstahlbarren. Die laufen erstmal 18 Stunden. Davon brauchen wir noch welche. Da machen wir auch nochmal Carbonstahlbarren, zumal wir aktuell noch relativ viel Eisen auf Lager haben. Dann würden wir auf jeden Fall in einem Ofen nochmal wieder Holzkohle anfertigen, die wir jetzt quasi gerade aufgebraucht haben. Das läuft auch. Und hier würden wir nochmal wieder Bronze in Auftrag geben. So, die Öfen laufen. Holzbretter, Kupferplatten. Ja, die kosten so unvorstellbar viele Barren. Das ist echt der absolute Wahnsinn. Ich habe nochmal 3 Bronzeplatten. Ja, gut, hier waren auch noch welche fertig. Dann mache ich nochmal 3 Kupferplatten dazu. Dann dürfte das auch erstmal wieder laufen. Hier können wir nochmal schauen. Hier brauchen wir auf jeden Fall Bronzerohre. Und dann sind nämlich unsere Bronzebarren auch schon wieder am Ende. Verrückt. So, hier sammeln wir auch nochmal kurz ein. Und dann wollen wir den ganzen Kram mal loswerden. Nein, nein. So. Und so. Du dazu. Und gut. Dann wollten wir auf jeden Fall zum Marktplatz. Ich gehe jetzt erstmal zur Oma und hol die Samen für die Mango-Papaya. Und würde dann nochmal kurz den Pflanzkasten aufstellen. Und dann geht es auf jeden Fall erstmal zum Marktplatz, um das Bronzeschwert herstellen zu können, was wir denn herstellen würden. Und anschließend schauen wir mal, dass wir die ganzen Aufträge erledigt bekommen. Aufträge erledigt bekommen, ja, das war korrekt. So, Mango-Papaya. Wo haben wir die Mango-Papaya? Sieht nach Mango-Papaya. Bambus-Papaya, nicht Mango-Papaya. Naja. Gut, das kaufen wir dann noch mal einmal. Wie ging das noch mal? Gute Frau, ich möchte das ganz gerne kaufen. Ah ja, genau so.
Ich hoffe mal, dass die eine reicht. Aber gut, wenn nicht, dann kommen wir halt nochmal und holen uns noch so einen Beutel. Ich habe jetzt auch keine Lust, mir das ganze Inventory voll mit Samen zu knallen. Von daher sollte das wohl jetzt erstmal passen. Genau, Pflanzkasten aufstellen. Gehen uns mal auf die Leiste. Den kriegen wir auch direkt. Zack. Düngen. Ist auch gar nicht, ob man den. Ah, okay, alles klar. Dann sollte ich auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen. Falsche Jahreszeit, natürlich. Was haben wir denn? Was haben wir denn überhaupt? Wir haben Frühling noch. Ah. Klar. Das ist wahrscheinlich auch hier die falsche. Nee. Das läuft sogar noch. Ein Tag. Dann ist es ja noch gerade quasi im Frühling fertig geworden. Ja gut, das war jetzt natürlich nicht ganz so schlau. Da habe ich jetzt überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass die Pflanzen eine Wachstumszeit natürlich haben. Ich hoffe mal, dass die im Sommer wächst, aber da gehe ich auch mal ganz schwer von aus. Ich bezweifle, dass es eine Herbst- oder eine Winterfrucht ist. Von daher wird es ja ab morgen vernünftig wachsen. Und ich hoffe, dass sie jetzt nicht kaputt geht, sondern einfach nur schlechter wächst. So, hier kaufen wir uns dieses Teil. Ja gut, jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass der Auftrag wahrscheinlich nicht ganz so viel Gold bringen wird. Wenn man jetzt die 300 runterrechnet, die ich gerade für das Aufbesserungsdingsterbumster bezahlt habe. Und dann natürlich auch noch die Waren, die da ja sowieso reinfließen, abzieht. Die man natürlich auch anderweitig zu Geld hätte machen können. Ich denke, da wird nicht allzu viel Gewinn übrig bleiben. Aber wir tun was für die Gemeinschaft, ist doch alles okay. So, wir brauchen auf jeden Fall ein Übungsschwert dafür. Das Bronzeschwert. So, jetzt haben wir alle Aufträge soweit erledigt. Wir kriegen am Sonntag auch keine neuen Aufträge. Deswegen werden wir jetzt erstmal durch die Stadt rennen und alles abgehen. Holen uns die Golds, holen uns die die Community Points, die Rufpunkte, Rufpunkte. Dass wir mal ein bisschen besser hier mit den Leuten klarkommen. Ich finde, das ist ja alles ein bisschen dürftig bei uns. Okay, ich scheine irgendwie in dem falschen Laden zu stehen. Aber hier war doch, da ist er doch. Ja, habe ich nicht gesehen. Und es gab jetzt 150 Gold, also alleine schon, wenn man sich überlegt, dass wir diesen Werkzeugkoffer da gekauft, dieses Werkzeugverbesserungsset gekauft haben, da, alleine das hat schon 150 Gold minus gemacht. Dann noch die ganzen Materialien dazu, das waren Bronzebarren, die sind ja nun mal auch, die haben ja auch einen gewissen Wert für uns, ganz klar. Das war jetzt keine gute Rechnung. Das ist schon etwas angenehmer, 1800, nehmen wir mit. So, wo kommen die weiteren dann hin? Die Lampen kann ich auf jeden Fall direkt installieren. Ach guck, dann ist der hier Higgins auch schon wieder unterwegs. Der kleine Auftragsdieb. Kommt hier? Ne, da oben kommt noch einer hin. Die waren auf jeden Fall gestern noch nicht hier. Scheint Higgins hingestellt zu haben. Zack, eine aufgestellt. Ich würde dann direkt mal. Wobei, ich kann eigentlich auch die hier unten noch aufstellen und dann laufe ich einfach zurück. Sonst wäre ich jetzt zum Marktplatz gelaufen und wäre dann gleich wieder mit dem Taxi zurückgefahren. Aber ich kann die natürlich auch einfach hier hinstellen und dann laufe ich halt direkt zurück. Ich glaube, das tut sich nichts. Da ist das, das ist kein Problem. So, die haben wir auch fertig. Jetzt müssen wir in die Höhle rennen und diese komischen Gruseldinger da aufstellen. Was mache ich denn noch anschließend? Also normalerweise müssen wir wieder in die Höhle. Wir brauchen die Mats aus der Höhle letzten Endes. Wir brauchen da diesen komischen Silikonchip. Ich kann die Lamas nochmal mitnehmen, dass wir nochmal ein bisschen Stoff bekommen. Tag. Euer Freund ist wieder da. Moin moin. Hallo, hallo. Und da auch nochmal. Hallihallo. Guten Abend und gute Nacht. Jetzt gehe ich aber erstmal zur Höhle. Ja, ich denke, Ruine wäre am sinnigsten. Nochmal in die zweite Ruine rein, um da nochmal ein paar Ressourcen zu sammeln. Ich glaube, das ist auf jeden Fall am besten. So, der kommt hier hin und der andere muss ja auch da oben. Okay.
Ach, da ist auch eine Kiste, habe ich jetzt gerade gesehen. Ja, dann wollen wir mal hoch. Kann man hoch. Ach, das hat nicht funktioniert. Da kommt man nicht hoch. Ne, da komme ich auch nicht hoch. Was ist denn das? Ich glaube, das habe ich noch nicht abgebaut. Also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, irgendwann mal so lange auf so einem Klops hier rumgeprügelt zu haben. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Was denn? Energiestein und Kristall. Naja, gut. Neck mehr, moin moin. Ich bin jetzt gerade echt überfragt, wie ich da hochkommen soll. Oder kann ich das hier unten hinstellen? Nee. Ich muss da irgendwie hochkommen. Eventuell über den Baum? Nee. Also dieser Stein hier, der ist mir auf jeden Fall noch am naheliegendsten. Aber auch das wird, glaube ich, nicht klappen. Doch, das klappt. Komme ich hier natürlich. Doch, hier komme ich auch hoch. Hier komme ich auch hoch. Ja, das sieht doch gut aus. Auch erledigt. Dann nehmen wir die Kiste auch direkt mit. Eine Kristallhalskette. Dann schauen wir mal, was die kann. Angriff plus 6. Nehmen wir statt des Schals mit. So, gut. Es ist schon wieder 16 Uhr. Wahnsinn. Ich glaube, das wird gar nicht mehr so viel mit der Ruine, weil wir ja auch noch ganz dahin kommen müssen. Ich muss gerade mal gucken, was hier der günstigste Weg ist. Peach Plaza. Näher komme ich nicht an diese dämliche Ruine ran. Womit ich mich auch nochmal befassen wollte, war auf jeden Fall die Aufträge, die man der Ziviltruppe stellen kann. Also quasi, holt mir XY Zeug raus. Da würde ich eventuell jetzt nochmal kurz vorher vorbeilaufen. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz coole Sache. Die kommen, glaube ich, gerade alle aus der Kirche. Ja, Sonntag. Um 17 Uhr kann man auch mal aus der Kirche kommen. Sind halt streng gläubig hier, die Porzianer. Hier in dem Gebäude. Ah ja, okay, hier muss ich die Haltestelle noch herstellen. Ja gut, sollte ich mich vielleicht auch nochmal drum kümmern. So, wir gehen zeitgleich rein. Sehr schön. Jetzt mal die Frage, wo ich hier denn vielleicht hier... tauchen. Aufträge ausgehängt. Sammlung. Okay, hier kann ich... Blaues Leder. Nötig 15... 400 Golds. Also die Sachen brauche ich auf jeden Fall nicht. Das kann ich alles selber farmen. Ist jetzt natürlich die Frage, ob... Ich glaube, ich mache das einfach mal. Ich hänge das mal aus. Es ist in 6 Tagen da. Also, dann brauche ich mich halt selber nicht darum kümmern. Und gut, aber ich hätte trotzdem gedacht, dass die auch noch andere Sachen besorgen können. Also jetzt halt quasi die von uns benötigten Silikonchips. Das wäre natürlich sehr cool gewesen. Aber gut, kann man nichts machen. Müssen wir halt selber in die Mine, Ruine, Höhle, Dungeon, Verlies. Whatever. Natürlich auch die Frage, ob es sich vielleicht irgendwie so eine Maximalzahl an Gegenständen gibt in den jeweiligen Ruinen. Also jetzt beispielsweise, man kann nur 5 Silikonchips rausholen, dann gibt es keine mehr. Und man diese Höhle dann resetten muss, aber ich will jetzt gerade überlegen, wo wir letztes Mal waren. Wir sind, glaube ich, letztes Mal hier gewesen. Nee. Doch. Da bin ich nicht lang gelaufen beim letzten Mal. Machen wir hier nochmal kurz unseren Sensor an. Ich glaube, hier bin ich ja sogar schon mal lang gelaufen mit dem Sensor. Ach, da war noch was. Da ist auch noch eine. Es wird weniger. Ich denke, wir werden nicht umhin kommen, die Ruine in den nächsten Tagen mal zu resetten. Um wieder ein paar mehr Kugeln zu haben. Weil ich habe jetzt auch keine Lust, hier immer Ewigkeiten zu rennen, um eine Kugel zu bekommen. Das ist ja irgendwie auch blöd. Da gebe ich lieber ein bisschen Geld aus. Ein Ventil. Scheint mit Sicherheit auch irgendwann von Nutzen zu sein. Ah, okay. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal die Begrenzung der Mine, beziehungsweise der Ruine. Hier haben wir auf jeden Fall die Begrenzung der Ruine und hier auch. Also tatsächlich ist es dann einfach nur ein Kasten. Ja gut, aber war ja auf der Map auch schon abzusehen. Nur hier sieht man es halt leider nicht.
aber auf der Minimap, auf dem Radar, das ihr nicht ganz sehen könnt, weil ich da mit meiner Birne vor bin. Da hat man auf jeden Fall tatsächlich schon erahnen können, dass die Ruine irgendwann ihr Ende finden wird. Planet Explorers, okay. Dann brauche ich auf jeden Fall den Ghetto Blaster. Haben wir da? Dass es auch immer diesen Quatsch gibt hier, ne? Das ist echt bitter. Man könnte uns ja auch einfach mal was Brauchbares geben. Ich meine, es gibt ja. Hallo? Hä? Ach, ich wollte gerade sagen. Keine Ahnung, wieso die weg war auf einmal. Und die hat jetzt doch irgendwie eine Haltbarkeit, von der ich noch nichts gesehen habe oder so. Ich meine, wäre jetzt auch nicht das Problem, wenn man es wüsste, aber ich wusste es halt einfach nicht. Letzten Endes ist es ja auch nur logisch, dass solche Gegenstände eine Haltbarkeit haben. Haben tatsächlich mäßiges Glück aktuell. Hier ist nichts mehr zu finden. Ich will nur mal gucken, ob man vielleicht nochmal in einen anderen Teil der Ruine gehen könnte. Mal hoch muss oder so. Also hier ist auf jeden Fall nichts mehr drin. Geht's nur hinter. Hier habe ich auch schon ein riesiges Tunnelsystem gebuddelt. Da ist noch eine. Ja gut, wir haben es auch schon wieder 21 Uhr. Also ich denke mal, ich werde jetzt noch mal kurz ein paar SP verballern und dann rausgehen. Und dann würde ich einfach sagen, resette ich diese Ruine direkt mal. Ich meine, es gibt hier noch Kugeln, aber es werden halt immer weniger. Also gerade so diese Fundorte, wo wir dann am Anfang 2, 3, 4 Kugeln relativ nah beieinander hatten, das gibt es nicht mehr. Und das nervt dann doch irgendwie ein bisschen, dass man so lange suchen muss, bis man mal irgendwie was gefunden hat. Nee, wir haben kein Glück mit den Silikonschaltkreisen. Wunderlampe habe ich, glaube ich, auch schon. Diesen Bügel. Nicht irre. So, ich würde sagen, das ist jetzt mal unsere letzte Kugel, die wir uns holen werden. Und dann geht es auch wieder ab nach Hause. 22 Uhr schon wieder. Geht sich aus. Es ist ein bisschen schade, dass wir jetzt wirklich angewiesen sind, diese dämlichen Silikonchips zu sammeln. Haben wir da. Ich bin mir auch mittlerweile nicht mehr so. Also normalerweise ist das, glaube ich, relativ. Irgendwie noch was in der Nähe. Das ist schon relativ weit weg. Na gut, raus hier. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die jetzt tatsächlich hier in dieser Ruine gefunden werden, weil. Gefunden werden können. Weil sonst hätten wir schon lange eine gefunden. Weil letzten Endes sind wir jetzt schon eine ganze Menge, haben wir schon eine ganze Menge Zeug rumgebuddelt. Ich habe das halbe Inventory schon wieder voll mit Steinen und allem drum und dran. Von daher muss ich dann nochmal gucken, ob es nicht vielleicht doch irgendwo anders eine Möglichkeit gibt, die herzubekommen. Ich muss ganz gerne nochmal kurz die Mission angucken. Stimmt, da muss man mit Gale reden. Mache ich morgen direkt als erstes. Das mache ich auch morgen als erstes. Gut, die wachsen jetzt mittlerweile. Dann ja wohl jetzt irgendwann. Ich laufe hier, glaube ich, gerade komplett Quatsch. Nein. Ach, das Geld. Dann kann ich auch sagen, ja. 8000 Golds! Ja, das riecht ja wohl mal nach einer Geländeerweiterung morgen, würde ich mal sagen. Okay. Also, die gefällt mir auch wohl so. Also, ich würde da jetzt nicht Nein zu sagen. Ne? Also, denke, da kann man auf jeden Fall mal ein bisschen Zeit investieren in die Beziehung, sage ich mal. So, erstmal alles einsammeln. Die Aufträge werden natürlich wieder abgebrochen, so wie immer. Kupferbarren kann ich auf jeden Fall nochmal herstellen. Aber am besten direkt. Das ist natürlich die große Frage. Ja gut, der eine oder andere von euch wird sich wahrscheinlich schon gedacht haben, dass ich äußerst dämlich bin, aber
Gut, war eigentlich auch irgendwo logisch, dass das so funktioniert. Ich hatte aber mal wieder einen geistigen Aussetzer. Okay. Dann wissen wir auf jeden Fall, was wir morgen machen können, nämlich Holz farmen. Habe ich hier noch irgendwas im Auftrag? Hier, Bronzebarren, dann kommen wir auch nochmal direkt in die nächsten hin. So, dann ist morgen auf jeden Fall wieder Holz angesagt. Ich würde sogar sagen, dass ich jetzt gleich nochmal kurz eben vor die Tür gehe. Das lasse ich alles erstmal so und hier nochmal kurz ein paar SP rausrotze. Wenn die hier schon direkt vor der Tür wachsen, die ganzen kleinen Büsche. Dann nehme ich die direkt mit. Na? So. Auch noch. Auch noch. Ein paar. 0.20 Uhr. Ich denke mal, ich werde jetzt so bis 1:30 ungefähr hier noch kurz Holz hacken und dann direkt ins Bett gehen. Bedeutet dann zwar, dass ich morgen früh als erstes wieder aufräumen muss, aber dann habe ich zumindest die SP nochmal verbraten. Ist irgendwie ein bisschen schade, wenn man die SP nicht ganz ausgibt. Und zumal wir auch eine ganze Menge Holz brauchen. Spätestens morgen früh muss ich auf jeden Fall auch die Öfen wieder auffüllen. Also gibt es gerade tatsächlich nicht so viel Holz, wie ich das erwartet habe. Ja gut, 110. Ja. Neue Stufe ist auch noch mit drin. So, hier jetzt die letzten Bäumchen und dann geht's ab ins Bett. Na komm. Auch noch. Und durch euch glaube ich auch noch mal einmal durch. So, deswegen jetzt schon mal die Verabschiedung hier. Ich danke euch für euer Interesse, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und wir, der Floschi und ich, würden uns mega darüber freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet. In diesem Sinne auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!